Hi, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos, in dem ich euch in diesem Video das Unboxing und natürlich auch meinen ersten Eindruck zum ZTE Axon 7 zeigen möchte. Vor zwei Tagen habe ich bereits das Unboxing zum ZTE Axon 7 Mini hochgeladen. In diesem Video geht es aber nur um den großen Bruder, um das Oberklasse-Smartphone, um das Flaggschiff, also um das Beste, was ZTE momentan im Smartphone-Markt zu bieten hat, nämlich um das Axon 7. Und an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an notebooksbilliger.de, die mir auch dieses Testgerät hier zur Verfügung gestellt haben. Zu Beginn natürlich ein kurzer und obligatorischer Rundgang um die Verpackung. Sie ist schwarz gehalten, besser gesagt mattschwarz, quadratisch, sieht edel aus, zieht Fingerabdrücke an, aber ansonsten eine wirklich sehr, sehr schöne Aufmachung mit einem bronzefarbenen Schriftzug, nämlich die Namensgebung Axon 7. Und darunter findet man noch ganz kurz ZTE in schwarz aufgedruckt, also ZTE als Hersteller dieses Gerätes. Drehen wir die Verpackung rum, sehen wir auf der Rückseite eigentlich nichts, keine Features, keine Hinweise, einfach alles inkognito, außer dass es sich natürlich um das ZTE Axon 7 handelt und ich hier das graue Modell erwischt habe. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in Gold, also in dem gleichen Goldton wie vom ZTE Axon 7 Mini und das zu einem Preis von 449 Euro. Mag jetzt am Anfang vielleicht auch etwas hoch klingen, wenn ich euch die technischen Daten allerdings erläutert habe, mit euch erörtert habe, dann werdet ihr sehen, dass das Axon 7 Mini zu diesem Preisbereich wirklich sehr, sehr gute Hardware liefert. Es kommt natürlich erstmal das Axon 7 Mini zum Vorschein, beziehungsweise es handelt sich ja um den großen Bruder, um das Axon 7 in diesem Grauton, wobei ich sagen muss, das ist nicht dieses Grau, was ich erwartet habe, sondern geht eher in so einen bläulichen Ton über, also grau-blau würde ich eher sagen, und passt sich fast hier dieser Unterlage etwas an. Und ich lege das Gerät nochmal ganz kurz zur Seite, sodass ich mir auch den restlichen Verpackungsinhalt anschauen kann. Die Verpackung an sich, ihr könnt es hier sehen, erinnert mich wirklich sehr, sehr stark an das Huawei, ich glaube Mate S war das, und auch P9 Plus, was vergangenen Jahres bzw. in diesem Jahr erschienen war, sowohl von der oberen Schutzhülle als auch von dem, was unten drin liegt. Das ist wirklich fast dem Huawei Smartphone sehr ähnlich bzw. ein komplett identischer Aufbau. Sehr schön aufgemacht, sehr schön sortiert, findet man hier natürlich erstmal ein Booklet, die Kopfhörer, das modulare Netzteil und natürlich auch das Daten- und Ladekabel. Und wir fangen hier mit dem sogenannten Booklet an, also der Möglichkeit, etwas Lesestoff zu ergattern. Und ihr seht es, ist nur eine Schiebefolie, fühlt sich gut an und auch hier sieht man wieder drei unterschiedliche Sachen. Zum einen die Garantiekarte solltet ihr auf jeden Fall beim Axon 7 und auch beim Axon 7 Mini ausfüllen, denn es gibt gewisse Garantiebedingungen oder Bestimmungen, die mit dem Axon 7 bzw. Axon 7 Mini verkauft werden und genau das kann man hier im VIP-Service, in dieser VIP-Service-Card nachlesen. Unter anderem wird die Herstellergarantie um 12 Monate verlängert. Man hat für 6 Monate einen Displayschutz, das heißt, sollte das Display mal kaputt gehen, das Glas mal kaputt gehen, habt ihr die Möglichkeit, das auf Kosten von ZTE zu tauschen und zudem gibt es über den gesamten Garantiezeitraum, das heißt über die 3 Jahre, auch noch Garantie und auch eine Abdeckung hinsichtlich eines Wasserschadens, das heißt, sofern euch das Teil mal in eine Pfütze fallen solltet, sofern ihr mal mit dem Gerät badet oder was auch immer und natürlich hier ein Quick Start Guide, das heißt eine Schnellstartanleitung, auch hier wieder in verschiedenen Sprachen für die Einrichtung des Gerätes. Dann haben wir hier, und das sieht etwas anders aus als beim Axon 7 Mini, das SIM-Karten- bzw. eCheck-Tool in einem kleinen Gummischieber untergebracht. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das auch wieder an eurem Schlüsselbund zu befestigen. Und ihr seht es mit dieser kleinen Nadel. Mit diesem kleinen Tool habt ihr die Möglichkeit, den Micro-SD- bzw. Nano-SIM-Karten-Slot zu öffnen. Dann geht es hier noch weiter. Ihr seht, da liegt noch etwas drin. Und das nehme ich mal raus, sogar noch zwei Sachen. Zum einen kleinen Adapter. Und ihr seht hier, auf der einen Seite habe ich USB Typ C. Das heißt, auf dieser Seite habe ich USB Typ C und auf der anderen Seite Micro-USB, also einen ganz herkömmlichen Micro-USB-Anschluss, sodass ich hier diesen Adapter auch mit anderen Netzteilen verwenden kann, sofern kein USB Typ C-Kabel zur Verfügung liegt. Und ganz unten drunter seht ihr auch noch eine Silikonschutzhülle, also eine TPU-Hülle, wie man das auch schon vom Axon 7 Mini kennt. Das heißt, diese Hülle bietet einen gewissen Schutz natürlich gegen Kratzer oder auch Sonstiges. Das lege ich mal zur Seite und wir gehen einfach weiter und machen den Rundgang weiter hier mit dem Netzteil. Wir haben hier ein modulares Netzteil, besteht natürlich dann aus dem eigentlichen Netzstecker und dem sogenannten Daten- oder auch Ladekabel. Und wenn ich das abziehe, habe ich hier auf der einen Seite den USB-Typ-C-Anschluss,
auf der anderen Seite allerdings USB Typ B. Das heißt, nicht wie beim Axon 7 Mini einen wechselseitigen USB-Anschluss für das Netzteil. Das passt also so nicht rein, sondern lediglich in diese Richtung, aber auf der anderen Seite USB Typ C. Und wofür braucht man diesen Adapter? Dazu nehme ich einfach mal hier dieses alte Samsung-Ladekabel. Das heißt, wenn ihr mal dieses Netzteil oder dieses USB-Typ-C-Kabel nicht dabei habt, habt ihr einfach die Möglichkeit, hier mit diesem Adapter auch ganz normale, herkömmliche andere Kabel zu nutzen, die ihr vielleicht bei den anderen bisherigen Smartphones in Verwendung hattet. Finde ich sehr cool, USB-Typ-C jedenfalls auf der einen Seite. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, ganz normal auch bei anderen Notebooks oder auch PCs noch die USB-Ports zu nutzen. Und zu guter Letzt natürlich noch ein paar Kopfhörer hier in dieser Plastikschale untergebracht, sehr schön präsentiert. Die sehen auch nochmal eine Ecke edler aus als die Kopfhörer vom Axon 7 Mini. Auch hier in einem Bronzeton. Ihr seht, das sieht wirklich richtig edel aus und ich habe auch richtig Bock, diese Kopfhörer mal zu testen, wie die sich vom Sound anfühlen. Das war es eigentlich mit dem Lieferumfang. Ihr seht, es ist relativ viel Verpackung. Wir haben das SIM-Karten-Tool, wir haben einen Adapter auf USB Typ B, wir haben hier USB Typ C Anschluss, Laden- und Ladekabel, wir haben eine Schutzfolie und wir haben sehr hochwertig, zumindest hochwertig aussehende Kopfhörer. Und damit kann ich auch zu dem eigentlichen Smartphone übergehen. Das ist also das ZTE Axon 7. Ist sehr kompakt meiner Meinung nach. 5,5 Zoll groß auf der Vorderseite. Natürlich noch eine Folie, die ziehe ich mal ab. Und bevor ich mit dem Rundgang beginne, werde ich das Gerät einfach mal starten, sodass ihr auch den Bildschirm besser im Auge habt. Und damit fangen wir auch an mit dem Bildschirm, nämlich 5,5 Zoll groß, löst in Quad HD auf. Das heißt, 2560 x 1440 Pixel kommt damit auf eine Pixeldichte von 534 ppi. Und ZTE bringt hier ein AMOLED-Panel zum Einsatz, das heißt knackige Farben, hohe Kontraste und natürlich auch perfekte Schwarzwerte. Das Display an sich ist leicht zum Rand gewölbt, gebogen, das heißt 2,5D fühlt sich dementsprechend natürlich auch richtig gut an und ich bin wirklich mal gespannt, wie gut dieses AMOLED-Panel hier in diesem Smartphone tatsächlich ist. Auf der Vorderseite und oberhalb des Displays haben wir dann noch eine 8-Megapixel-Frontkamera, natürlich haben wir auch Benachrichtigungs-LED und auch hier wieder der Clou beim ZTE Axon 7, wir haben hier Frontlautsprecher dabei, das heißt wir haben hier oben einen Lautsprecher, wir haben im unteren Bereich einen Lautsprecher und ihr könnt es sehen, wir haben hier touch-sensitive Tasten, also die sitzen nicht direkt auf dem Display, keine On-Screen-Tasten und es sind auch keine Hardware-Tasten, also keine physische Tasten, wie man das zum Beispiel vom Galaxy Note 7 kennt mit dem Home-Button, sondern touch-sensitiv wie der Back- oder auch Multitasking-Button auf den Samsung-Geräten. Bin mal gespannt, wie das mit der Bedienung aussieht, ob man die wirklich relativ gut packen kann. Ansonsten sieht das auf der Vorderseite und auch in diesem Grauton doch schon mal richtig schick aus. Wir machen dann einen Rundgang um das eigentliche Gerät und finden auch hier auf der rechten Seite das Button-Layout mit der einteiligen Lautstärkewippe, dem Ein- und Ausschalter. Und auch hier, der Power-Button hat genauso wie beim Axon 7 Mini wirklich sehr gute Druckpunkte. Oder die Lautstärkewippe vielmehr. Und auch der Power-Button fühlt sich gut an, fühlt sich auch nochmal eine Ecke besser an als beim Axon 7 Mini. Im Fuße des Gerätes haben wir natürlich den USB-Typ-C-Anschluss. Wir haben das Mikrofon zum Telefonieren. Auf der linken Seite haben wir dann den Slot für die Micro-SD-Karte und auch Nano-SIM-Karte. Und auch dieses Gerät ist Dual-SIM-fähig, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zwei Nano-SIM-Karten einzulegen. Im Kopf des Gerätes noch Headset-Anschluss, ein zweites Mikrofon zum Telefonieren. Und wenn man dann mal einen Blick auf die Rückseite wirft, sieht man natürlich eine identische Anordnung wie schon beim Axon 7 Mini. Zum einen die Kamera, Dual-LED-Blitz in diesem Fall, Fingerabdruckscanner und ein Vollmetallgehäuse mit einigen Unterbrechungen im oberen und unteren Bereich, aber ansonsten gleiche Krümmung, gleiche Wölbung, das heißt das Gerät liegt genauso gut in der Hand wie auch das Axon 7 Mini und ich finde für 5,5 Zoll wirkt das noch relativ kompakt. Wir haben hier 152 oder knapp 152 mm in der Höhe, 75 mm in der Breite und das Ganze ist nur 7,9 mm dick bzw. dünn und besitzt einen 3250 mAh starken Akku.
Die Rückseite ist sehr interessant, denn hier kommt ein 20-Megapixel-Sensor zum Einsatz, also die Kamera löst mit 20 Megapixeln auf. Wir haben eine f1.8-Blende an Bord, optischen Bildstabilisator, die Möglichkeit, 4K-Videos aufzunehmen und natürlich den Fingerabdruckscanner. Wir haben Bluetooth 4.1 an Bord, WLAN BGN, auch hier fehlt leider WLAN AC, dafür hat man LTE K12, das heißt mit bis zu 600 Mbit die Sekunde, wobei ich mich frage und auch nicht glaube, dass diese 600 Mbit die Sekunde hier in Deutschland überhaupt schon irgendwo realisierbar wären, aber so ist das nun mal. Des Weiteren haben wir hier 4 GB Arbeitsspeicher, wir haben ein Qualcomm Snapdragon 820 an Bord, 64 GB internen Speicher und ich habe das ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, ich habe hier auch noch die Möglichkeit, den internen Speicher über eine oder mittels einer MicroSD-Karte um nochmals 128 GB zu erweitern. Das ist zumindest die Angabe von ZTE. Ich gehe davon aus, ihr habt die Möglichkeit, auch größere Karten hier einzulegen. Also von den eigentlichen Hardware-Komponenten zu diesem Preis, Quad-HD-Display, 20-Megapixel-Kamera, optische Bildstabilisierung und, ist das wirklich ein fairer Preis von 449 Euro natürlich. Und hier habe ich mal ganz kurz die Kameraoberfläche aufgerufen, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Das Ganze läuft natürlich momentan noch mit Android 6.0.1 Marshmallow. Das ist also die Oberfläche. Sieht sehr clean, sehr aufgeräumt aus. Ihr habt auch hier die Möglichkeit, mittels Vision zwischen den verschiedenen Modi hin und her zu wechseln. Und ihr habt es auch gerade gesehen. Momentan befinde ich mich im manuellen Modus, Fotomodus natürlich und auch Videomodus. Und über den touch-sensitiven Button geht es dann auch wieder zurück. Hier kommt wieder die Mi Favor UI 4.0 ist das, glaube ich, zum Einsatz. Das ist natürlich eine eigene Anpassung von ZTE und auch die Display-Helligkeit erscheint zumindest momentan hier in meinen Gegebenheiten, in meinen Räumlichkeiten doch recht gut zu sein. Ich werde dieses Gerät zusammen mit dem ZTE Axon 7 Mini natürlich die nächsten Tage ausführlich testen, werde sehr wahrscheinlich einen Doppeltest und Vergleich machen mit dem kleinen Bruder und bin wirklich sehr gespannt, vor allem auf dieses Gerät, denn zu einem Preisbereich oder von einem Preis von 449 Euro glaube ich nicht, dass ihr hier was falsch machen könnt. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr meinen Kanal abonniert. Bis dahin, macht's gut und ciao!